Ganons Feuerfluch, Peiniger des Titanen. Dieses Monster hat Ganon vor 100 Jahren erschaffen. Mich hat es erwischt, aber an dir wird es sich die Zähne ausbeißen. Mach es fertig, Bruder! Aber sowas von. So, erstmal Königsbogen. Nimm dich von diesem riesigen Schwert in Acht. Ach so, das war ja, hä? Okay, dann schießt. Wow. Okay, das zieht schon ordentlich was ab, was er da schießt. Dann mache ich mal ein bisschen, ja, keine Ahnung, to the max. Na, machen wir mal richtig Hardcore Herzen hier rein, so. So. Ist natürlich die Frage, soll ich den eventuell mit Eisfallen bekämpfen oder so? So, der wirft seine Feuerbälle weg hier. So, komm mal näher. Mit Eisfallen vielleicht? Immer feste drauf. Ja, würde ich ja, aber der steht so schnell drauf auf wieder. Du bist ja lustig, immer feste drauf. In der Höhe, wo er sich befindet. Guck mal, wo der ist. Komm schon, Feuerfluch. Komm erstmal zurück. Ja, oder teleportier dich. Mir egal. Komisch. Ja, guck mal, wie hoch der ist, ey. Wie soll ich da bitte schön drankommen? Was soll das? So, keine Ahnung, wie ich ausweichen konnte, aber ich habe es geschafft. Aber ich sehe auch, ob Eisfall oder Feuerfall spielt keine Rolle. Ja. Schieße einfach Pfeile drauf, bis er drauf geht, oder was? So, machst du jetzt? Feuer aus Schwert. Dann Schwert aus Feuer. Ja, okay. Jetzt wahrscheinlich irgendwie Eispfeil oder so. Nein. Hä? Irgendwie was anderes? Ja, keine Ahnung. Was soll ich denn jetzt da machen? Auf den Feuerball aufpassen. Okay, wieso? Wie, was hat der für einen Radius? Was macht der? Der macht ordentlich Damage, okay. Aber wenn die Eispfeile schon nicht mehr helfen, was soll ich dann jetzt machen? Ein antiker Feuer, einfach ein Headshot und dann ist das Ding erledigt, ne? Ha. Jetzt sag mir nicht, wir müssen Tennis spielen. Das wäre irgendwie krass. Versuchen wir es mal. Zurückschlagen? Nee, okay, alles klar. Es hat nichts gebracht. Hätte ja funktionieren können. Dann fällt mir jetzt aber auch nicht so ein, was ich da so machen kann. Moment mal, der saugt irgendwas an. Kann ich den mit Bombe werfen? Ja, kann ich. Geil. Alles klar. Na gut, dann ist er ja gar nicht so schwer. Er ist ja sogar leichter als Vah Rudania. Oder der Wasser-Dingsbums. Okay. Da muss ich dich halt mit Pfeilen aus Range töten, wenn er die ganze Zeit abhaust oder was. Ja, jetzt ist meine Chance. Wo denn? Soweit wie er weg ist. Komm her. Sehr schön. Es war mehr Pfeilverschwendung als alles andere. Hä? Gut. Der ist ja gar nicht so schwer. Ja, schön. Herzcontainer, 10 Herzen. Dankeschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, okay, also den Titan zu besiegen hat jetzt für diese Schatztruhe nichts gebracht. Echt 0,0. Hat mir sogar einen Nachteil gebracht. Ich komme jetzt nicht mehr rein in den Titan, oder? Ich check's mal kurz aus. Ansonsten müssen wir halt diesen Ort verlassen, mit einer Truhe vergessen zu haben, was mich übertriebenst ärgern würde. Aber wenn es so wäre, dann wäre es halt so. Kann ich den jetzt überhaupt noch drehen, den Titan? Ja, geht noch, alles klar. Ist diese Tür denn jetzt einfach aufgegangen oder so? Nein, die ist nicht auf. Was ist das denn? Irgendwie muss das Ding doch aufgehen. Mann. Ich muss von hier links irgendwie rein. Aber wie und wieso? Warum muss ich hier rein? Nö, auch nicht, ne? Da ist halt nix. Das ist die Unterseite vom Titanen, wo hier dieser Weg ist. Das ist doch kacke. Ich möchte diese Truhe eigentlich haben. Oh, man kann sowieso nicht mehr drehen. Ah doch, geht so. Hm. Das ist echt blöd. Krass 9, ich grüße dich. Du weißt nicht zufällig, wie man an diese einzelne Truhe hier rankommt, oder? Ach ja, ich muss da von links irgendwie kommen. Und wenn ich das sehe, ist das die Unterseite des Titans. Vom Bein vorne links. Oder Fühler oder Arm oder was auch immer. Nee, da komme ich ja nicht hin. Das entzieht sich gerade jeglichem Wissen von mir, ey. Übel. Gut, scheiß drauf. Wir werden den Titan trotzdem nochmal einmal drehen, dann springe ich da einfach runter. Sprich hier irgendwie. So. Wie soll es denn bitte gehen? Nee. Krass, oder? Einfach mal runterspringen. Ja, geil, Leute. So kriegt man also alle Truhen in diesem Huni. Der ganze Spaß für einen Huni. Und jetzt leuchtet aber das Symbol wenigstens nicht. Ja, besten Dank dafür, ey. Manometer. Das ist ja richtig krass versteckt. Gut. Aber die Hauptsache ist, diese Truhe auch gefunden zu haben, bekommen zu haben. So. Puh. Dann werden wir uns mal diese Epicness-Scene jetzt reinziehen, wie es hier aussieht. Ich freue mich jetzt schon drauf. Geil. Endlich. Endlich war Vah Rudania besiegt. Schade, dass die epische Atmosphäre des Todesberges für mich jetzt vorbei ist. Ja, aktivieren. Gut gemacht, Bruder. Du hast hier ganz schön aufgeräumt. Dank dir ist meine Seele jetzt wieder frei. Ich schulde dir was. Das Ganze ist mir schon peinlich. Ich habe mich abmurksen lassen, während Hyrule den Bach runtergegangen ist. Und du musstest den ganzen Schlamassel dann ausbaden. Aber egal. Rudania gehört uns. Du hast ihn für uns zurückgeholt. Seit 100 Jahren warte ich auf diesen Moment. Jetzt ist er endlich gekommen. Zuerst mal setze ich den Titanen in Gang. Dann wird Ganon ins Visier genommen. Wenn du im Schloss gegen ihn antrittst, ist es soweit. Dann kriegt er eine volle Breitseite verpasst. Und noch was. Hast du Interesse an meiner Kraft? Daruks Schirm? Ich bin ein Geist, weißt du. Ich kann recht wenig damit anfangen. Viel Spaß damit! Denk immer daran. Meine Kraft ist jetzt in dir. Ein Teil von mir wird immer an deiner Seite stehen und dich beschützen. Dann los, Bruder. Kümmere dich um die Prinzessin. Wow, das ist ja echt ein ewig lang. Damit sind wir bereit. Jetzt können wir Ganon eine verpassen, die sich gewaschen hat. Wenn du gegen ihn kämpfst, kriegt er von Rudania ordentlich eins auf den Pelz gebrannt. Hyrule gibt's also immer noch. Auch nach 100 Jahren noch ein prächtiger Anblick. Und Goronia scheint auch noch zu stehen. Was ist nach der großen Verheerung wohl aus den Goronen geworden? Ich hoffe, sie haben das alles gut überstanden. Hm? Oh. Sieh mal an. Scheint ja alles in Ordnung zu sein.